So, liebe Freunde, hier ist nicht Steven und ich hole ihn jetzt nämlich gerade ab. Ich bin nämlich unterwegs zu ihm mit dem neuen Audi S3, den wir heute mal ein bisschen testen und werden damit mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Oh, da sehe ich ihn. Ich halt mal kurz. Yo, Bitch! Steig ein! Alright, Partner. Keep on rolling, baby. Der muss doch auf. Ja, warte, wie mache ich das denn auf hier? Ach, da. Ja, alles klar, ist auf. Ja, steig ein. Total lässiger Entry hier. Ja. Yo! Und jetzt lach nicht. Ich laufe hier halt mit Maske rum, ist so. Ja, ja. Ich bin voll der dicke Investmentbanker, wenn ich meine Kunden sehe. Ja. Das geht so nicht. Wie hieß du noch? Was? Anonymous? Arno. Ja, mein Name ist Arno. Ich bin Anonymous. Nein, ich bin. Arno. Andinymus. Nee, Alfred. Alfred Nymus? Oh. Darf ich jetzt ein paar Knöpfe drücken? Nein. Warum nicht? Bitte nicht. Das, ja, Schleudersitz. Nos. Ja, Fast and Furious. Was noch? Ja, weiß ich gar nicht. Früher mal war das echt in, ne? Ja. War das tüffig? Ja, fahr mal mit so 6 Flaschen mal zum TÜV unterm Arsch. Ja, eine reicht auch. Hallo, krieg TÜV. Ja, nächste Station, was eigentlich? Mc's oder Burger King? Was besser? Nee, Mc's ist geiler. Mc's ist geiler? Okay. Dann ist jetzt erstmal nächste Station, ist erstmal Mc's. Hast du gerade gesucht? Bisschen, ja, ich habe mich selber reingezoomt. Hallo. So, wir fahren jetzt erstmal zu Mc's. Machen wir Driven oder? Ja, klar. Immer. Nur mit der Maske gehe ich garantiert nicht mit dir da rein. Wieso denn nicht? Ich sag hier. Weil du aussiehst wie so ein Attentäter. Ja, sorry. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Wie heißt der denn? Green Hornet. Ja, Green Hornet. Und ich box alle um, weil du die Flasche. Ja, du bist der Chinese. Ja, ich will was Geiles. Was? Was zu essen? Ja. Ja, kriegst eine Junior-Tüte. Ich warte jetzt mal. So. Sei nicht so herrisch. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, moin. Was willst du eigentlich? Die hat auch schon gegrinst wie Sau. Hast du das gesehen? Die war mal lockerer als der Kassiertyp hier. Ja, der hat ja auch das Geld. Die hat bloß die Burger. Ja, aber was kann denn sein, wenn ich das Ding überfalle und sag, so, jetzt geben wir mal alle Hamburger und alle Cheeseburger. Sonst gehe ich nicht. Wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Keine Ahnung. Wo ist das nächste Gewerbegebiet? Ich will den Wagen ein bisschen austesten. Oh Gott. Alter, Scheiße. Ich darf hier nicht nach links, ich mach's trotzdem. Ich hab keine durchfallfeste Hose an. Falls ich hier vor Angst in die Hose kacke. Oh. No. Wie ist denn das, wenn ich geblitzt werde? Sieht man ja gar nicht. Stimmt. Noch ganz geil, oder? Dann sagen wir einfach, Batman ist gefahren. Ja, klar. Es regnet ja nicht mehr. Eigentlich können wir auch mal ganz entspannt mal hier das Dach einfach mal runterfahren. Und dass alle Leute sehen, wie hier so ein cooler Typ mit Maske und einer ohne Maske im Auto unterwegs ist. Ich hätte mir lieber eine Maske aufsetzen sollen, falls was ist. Nee. Ja, doch. Boah, ist aber schon ein bisschen frisch, ne? Alter, das ist voll kalt. Ja, warte, dann machen wir jetzt einmal Launch Control mit Ja, es ist hier keine. Was ist denn das hier? Was? Oh, guck mal, hier ist sogar. Alter, wir haben sogar einen Regenschirm. Audi-Regenschirm. Ist voll mit. Ach so, am Start. Das stand ziemlich. Alter! So, falls es gleich. Alter, wenn ich gleich Gas gebe, das Ding fliegt hier weg, ey. Naja. Und los! Alter Falter, Alter. Und 100. Und 100. So schnell geht das. So, jetzt sind wir genug rumgecruised. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg wieder zurück, um ein bisschen Battlefield zu spielen. Und wir haben gesehen, dass viele unter das größere. Ja, das heißt viele, ich glaube, ja, oder drei, einige geschrieben haben. Also es gab mehrere Kommentare, dass das wohl noch ein bisschen. Alles klar. Es gab mehrere Kommentare, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir 5000 Abos erreicht haben. Das ist richtig. Und deswegen haben wir gedacht, wir hauen heute jetzt einfach schon mal ein oder zwei ein. Je nachdem, wie viele Challenges wir schaffen. Mal gucken. Auf jeden Fall ein Gutscheincode wird rausgehauen. Den zerhacken wir in kleine Stücke, also drei Stücke. Und dann wird einfach unten so ein Mello eingeblendet bei bestimmten Bedingungen, die wir dann uns selbst gestellt haben. Und ja.
ja, wenn ihr dann die drei Schnipsel zusammenfügt, habt ihr einen Gutschein und der Erste, der ihn einlöst, der bekommt dann quasi den Gutscheinwert für sich. Genau.